Wir können Schädel mitnehmen. Und wir können Schädel werfen. okay. Das erinnert mich ein wenig an Stonekeep. Also, wir müssen anscheinend da unten wirklich durch. Aber da ist die Teleporterfalle im Weg. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Oh, ich habe eine Idee. Wir nehmen mal noch ein paar Schädel mit. Sortieren die auch schon mal da oben hin. Ich denke mal, der eine oder andere wird sich schon denken können, was ich vorhabe. Ich laufe jetzt einfach zur Teleporterfalle und schmeiße da ganz viele Schädel rauf. In der Hoffnung, dass es dann eine Weile dauert, bis die Falle wieder aufgeladen ist. Und ich dann vorbeihuschen kann. Ja, sehr schön, dass man sich sowas ausdenken muss. Ist genau richtig. Also ich hoffe mal, dass es so ist. Sonst ist das Spiel jetzt vorbei, weil der Random Generator einen Fehler gemacht hat. So, hier ist der blaue Kristall wieder. Sehr schön. So. Leuchtet grün, leuchtet grün, leuchtet grün. Jetzt ist er wieder deaktiviert. Okay, also. Und rüber. Ja, sehr geil. Ja, das Spiel ist echt cool. Kostet übrigens nur 5 Dollar. Also 3,47 Euro oder was das waren. Man braucht allerdings PayPal, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder Amazon Checkout und die anderen Sachen halt. Also es ist nicht so einfach, mit Lastschrift zu verfahren zu bekommen. Aber wenn man das jetzt kauft, hat man halt Zugang zu allen späteren Versionen. Ähnlich wie bei Minecraft damals. Und das finde ich immer irre praktisch. Also gerade bei Projekten, die so viel Potenzial haben wie das hier, lohnt es sich, da früh einzusteigen, damit man später dann nicht 10, 20 Euro dafür ausgeben muss. So, da geht's nach unten. Ich sollte mir jetzt angewöhnen, immer ein, zwei Schädel dabei zu haben. Ja, das Schwert kann wieder weg. Wir haben volle Lebenspunkte dank Level Up. Sehr schön. Ab in die nächste Etage. Ebene 5. Oh, und das sieht hier ganz anders aus. Sehr schön. Also ich kann, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich kann das Spiel echt nicht genug loben. Das macht echt tierisch Spaß. Vor allem, weil immer wieder was Neues kommt. Oh, oh, stimmt, 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 stimmt. Vor allem würde ich auch gerne wissen, wie viele Etagen es gibt und was das Ziel von dem Ganzen ist. Normalerweise ist hier immer, gehe in den Dungeon, in die unterste Etage, hole das Amulett Yggdrasil und bringe es wieder nach oben. Das war so Konsens irgendwie damals. Oder halt den bösen Overlord zu töten. Und da hinten kommt ein neuer Gegnertyp. Da hinten kommt immer noch ein neuer Gegnertyp. Wir halten inzwischen ein wenig mehr aus. Wir lassen uns jetzt noch einmal treffen, damit wir unter... Wow. Unter 10 kommen. Und dann esse ich mal einen Käse und gucke, ob wir genau 10 Lebenspunkte regenerieren oder nicht. Artillerie-Duell. Zack. Eine Ladung noch. Oh oh. Wir müssen unter 10 kommen, sonst kann ich das nicht überprüfen. Mann, 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 die Gegner stellen sich aber auch dusselig an. So, was haben wir hier? Ein juwelenbesetztes Kurzschwert. Macht aber nur 2 bis 8 Schaden. In den Wasserfällen ist auch nichts. Na gut. Also ja, das juwelenbesetzte Ding würde ich mitnehmen, wenn ich wüsste, dass es Händler gäbe. Aber so lasse ich das einfach mal da. So. Wow. Der wird mich jetzt unter 10 bringen, denke ich mal. Oder auch nicht. 5 bis 12. Immer noch nicht gut genug, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Hier sind überall Waffen. 6 bis 12. Und das hat das Attribut der Geschwindigkeit. Wow. Der Geschwindigkeit. Ich denke mal, damit werde ich schneller zuhauen können. Aber unseres macht halt wesentlich mehr Schaden. Und wir haben viel zu viele Tränke. Also ich schmeiß die grünen jetzt mal weg. Ich weiß ja, dass es Gifte sind. Oh, wir können mal versuchen, so einen Gifttrank auf den Gegner zu werfen. Gegner? Da kommt ein Gegner. So, komm näher ran. Da unten ist ein Wurm. Nee. Oh, oh, oh. Oh, ein Apfel? Und die Würmer vergiften die fiesen Dinger. Na gut, wir sind jetzt auf jeden Fall unter 10. Wir laufen mal weg. Hoffen, dass das Gift aufhört, bevor wir bei 0 ankommen. Und essen dann irgendwas zu essen. Wir sind bei 4, wir sind bei 3. 3 Lebenspunkte, sehr schön. Hier müssten wir einigermaßen sicher sein. Die Gegner sind ja doch noch recht langsam. Gucken, ob sich das in der Zukunft auch noch ändert.
Und wir essen jetzt einen Käse. Meine Theorie ist, wir kommen jetzt auf 13 Lebenspunkte. Das müssen wir halt gucken. Wir können schon mal ein wenig zurücklaufen. Oh, 8, 9, okay. Regeneriert noch, sehr schön. Sollten jetzt nicht zu den Gegnern. So viel dazu. Okay, nächster Knackpunkt wäre 18. Dann wären es 15 Lebenspunkte pro Brot oder Käse. Bei 15 ist er stehen geblieben. Hä? Okay, also einmal essen bringt 12 Lebensenergie. Komische Zahl. Also ja, jetzt wird gleich wieder kommen. 6 Schritte sind doch viel effektiver und so. Aber für mich ist immer so 15, 15 bei Tränken Standard. So, unser einer Stab kann auch noch weg. Komm her, doofes Auge. Du bist... Ja, bei denen ist ein Nahkampf echt so eine Sache. Und das Springen fehlt mir ein wenig. Das war das normale Schwert? Nee. Also ja, ich will mal Leertaste drücken, um über den Graben hier zu springen, aber den greift er nur an. Das wäre auch noch ganz schick. Es bringt zwar nicht sehr viel, aber es wird ein bisschen zur Atmosphäre beitragen. So. Die Fledermaus hat da hinten schon mal eine Giftfalle ausgelöst. Sehr schön. Schädel. Haben wir noch 2. Oh. Komm her, du Fledermaus. So, die da sind ein bisschen zäh, ja? Oh. Oder auch nicht. Die hatten noch vorhin 3 Treffer von dem einen Zauberstab ausgehalten. Na gut. Oder waren das die da? Hatte der eben eine Rüstung angehabt? Ich kann mich nur an das Blaue erinnern. Oh, und die bluten. Bluten die auch aus? Kippst du irgendwann um? Pixel. Also kämpfen will er anscheinend nicht mehr. Aber sterben tut er wohl auch nicht am Blutverlust. Na gut. Zack. Wir brauchen deine Erfahrungspunkte. Hinten ist noch einer. Zack. Der will auch fliehen, was wir nicht zulassen können. So, das ist wohl so eine Art Aquädukt-Dungeon. Das müsste jetzt der 3. oder 4. Dungeon-Typ sein, den wir gefunden haben. Schauen wir mal, wie viele es davon gibt. Aber die wiederholen sich doch schon ziemlich schnell. Aber ja, so sind Aquädukte halt allgemein aufgebaut. Oder Kanalisation, besser gesagt. Stirb, doofer Wurm. Bist du tot? Ja. Ein juwelenbesetztes Kurzschwert des Sturms. 4 bis 10 plus 3. Also 7 bis 13. Immer noch nicht besser als unseres. Ja, das war ein extra echter Glücksgriff, das Schwert hier. Und da geht's nach unten. Ein goldener Trank mal wieder. Schädel haben wir, Rüstung haben wir, auch was Besseres als 6. Also runter. Etage 6. Wir kommen echt gut voran. Und es ist wieder ein Aquädukt. Oder Kanalisation, eins von beiden. Ich glaube, eher Kanalisation. Ein Ale. Und langsam müsste unser Inventar ganz schön voll sein. Jo, 1 Slot haben wir noch. Aber theoretisch könnten wir einen Schädel auch wieder da lassen. Weil es liegen ja meistens genug Schädel rum. So, Würmer fliehen auch. Okay. Komm, du Fledermaus. So. Die Würmer sind nervig, weil man die im Wasser nicht sehen kann. Bist du tot? Anscheinend. Oh, eine Schriftrolle der Flamme. Kommt erstmal mit, aber ist nicht so hoch oben auf der Prioritätenliste, weil die halt nur eine Ladung haben. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und Level up. 22 Lebenspunkte. Sehr schön. Was haben wir hier? Rüstungsklasse 9. Wir haben Rüstungsklasse 10. Doofes Auge, komm. Artillerie-Duell. Zack. Komm schon. Bist du tot? Nee. Jetzt bist du tot und ich kann die Ladung nicht anhalten.
Ah, doch. Ah, okay. Also falls man einen Bogen spannt oder einen Zauberstab auflädt, kann man das Ganze wieder rückgängig machen, indem man einfach die Waffen wechselt mit den Zifferntasten. Und da war ein schwarzer Trank. Ich habe es genau gesehen. Och nö, wenn die ins Wasser fallen, sind die weg? Ich sehe kein E zum Aufheben. Ah, das ist ärgerlich. Also bei dem einen Trank ist nicht so wichtig, aber wenn das später richtig schwer wird, könnte es auf den einen Trank ankommen. Eine Schriftrolle des Blizzards, kein Platz. Okay, dann benutzen wir nochmal die Schriftrolle der Flammen, schmeißen den Schädel da weg, heben den auch auf und benutzen... nicht sofort drücken. So, da ist ein Gegner. Ich mache jetzt mal 6. Das sind wohl Flächenschadenssprüche um einen selber rum. Das heißt, die muss man drücken, wenn man ganz viele Gegner um sich rum hat. Ah, gut zu wissen. Zack. Oh. Oh, okay. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Haben wir hier noch irgendwas verpasst? Nö. Okay, dann halt nach Süden. Oh, nicht in die Falle tapsen. Rüstungsklasse 6. Haben wir immer noch was Besseres? Ein lila Trank. Essbar. Okay, müssen wir demnächst mal ausprobieren. Oh. Artillerie-Duell. Aber er ist schneller. Ah doch, klappt einigermaßen. So, der Stab kann auch gleich weg. Flupp. Oh, 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 oh. Die Falle hätte ich sehen müssen. Da essen wir doch mal ein Brot gegen an. Wir alle wissen, dass Brot super gegen Gift hilft. Da ist eine Falle, da ist eine Falle. Und da ist schon wieder so ein doofes Auge. Ich glaube, ich muss gleich nochmal irgendwas Heilmäßiges trinken, essen, wie auch immer. Wir nehmen erstmal... Oh. Erstmal schickt das Auge immer mehr Würmchen. Und dann benutzen wir einen Stab. Oh, wo bist du hin? Noch so ein Würmchen. Da verschwende ich keinen Zauberstab. Oh, ein neuer. Oh, du bist. Komm schon. Ein Bogen, der 5 bis 12 macht. Das ist schon mal besser. Das heißt, wir essen jetzt einen Apfel, nehmen den Bogen mit. Und dann müssen wir nochmal kurz zurück, um den Gegenstand einzusammeln, der garantiert hier auf uns wartet. Weil da liegt immer ein Gegenstand. Und dafür lassen wir hier... Ich muss echt ausprobieren, was die Waffe, was die Tränke machen. Wir trinken aber mal einen goldenen Trank. Oh, das sind Instant-Heiltränke. Das ist sehr gut zu wissen. Und bei der anderen steht immer noch ein Fragezeichen. Schade. Also, schwarze Tränke sind... ähnlich wie Essen, regenerative Heiltränke. Goldene sind Instant-Heiltränke und grünes Gift. Und warum steht hier einfach nur so da? Seid komisch. Immer noch kein Platz. Trinken wir mal einen roten, um zu gucken, was die machen. Wir fühlen uns arkanisch. Das ist sehr vage. Oh gut. Eine Etage tiefer. Ebene 7. Und ein neues Dungeon-Design. Sehr schön. Und neue Tranktype, aber wir haben keinen Platz. Now Untote. Wow, ist ja sehr episch hier unten. Oh, ein fliegendes... Das war Morte. Wir haben Morte umgebracht. Es tut mir leid. So, ja. Schädel bleibt einfach hier. Heiltrank ist wichtiger. So, da unten ist überall Lava. Da sollten wir garantiert nicht runterspringen. Außer da ist irgendwo eine Kiste. Das würde suggerieren, dass man wieder hochkommt. Oder einen sehr sadistischen Dungeon-Designer. Da hinten ist ein Stab. Wow, noch ein Morte. Oh. Sehr schön. Wieder eine Neuerung. Wieder was Neues. Abgeschlossene Türen. Das heißt, wir werden jetzt einen Schlüssel finden müssen. Wow. Irgendwas schießt auf uns.
Du da. Enge Gänge sind des Nahkämpfers Freund. Auch wenn wir ja nicht wirklich Nahkämpfer sind, sondern wir sind ein Allround-Charakter. Sowohl Fernkämpfer als auch Magier als auch Nahkämpfer. Und noch ein Trank. Wir trinken aber mal einen schwarzen. Das war eh so eine leichte Heilung. Sammeln den da ein. Und 1 bis 3 Eisschaden. Darauf kann ich pfeifen. Und zurück. Die Karte sagt, ich bin sehr unübersichtlich, weil ich so pixelig gezeichnet bin. Also hier ist ein Wusel aus Gängen. Da kommen wieder ein paar Nahkämpfe und ein Morte. Au, 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 au. Du kannst in der Wand schweben, das ist unfair. 5 bis 12, was macht unser? Auch 5 bis 12, den sollten wir mal hier oben hinziehen. Und ein Schlüssel. Tada! Und der wird sogar unten bei der Lebenspunkte angezeigt. Sehr schön. Hat auch sehr viel Charme, wie in alten Spielen. Fairy Tail zum Beispiel erinnert mich das gerade dran. Da hat man ja auch mal so eine Liste gehabt mit Schlüsseln. Ist das vielleicht eine Geheimwand? Nö. Okay, zurück zum Tor. Das war hier hinten. Gucken wir mal, was dahinter ist. Klick. Erstmal ein Zauberer und ein Morte. Und der hat ein Amulett fallen lassen. Ein Amulett des größeren Schutzes. Das kommt doch mal mit. Ja, kein Raum. Mein Charakter braucht Raum. So. Schädel, überall Schädel. Und ein Magier. Zing. Doofer. So. Oh, wir haben keine Pfeile, was zur Hölle? Wir müssen ganz schnell was trinken. Gold. Die machen nämlich inzwischen ganz schön Aua, die Zauberer. Warum hat er eben gerade nicht mit dem Pfeil geschossen? 4. Ah doch, ich hab's noch nicht gesehen. Weil je nachdem, was für einen Winkel man schießt, kann man die Pfeile gut sehen oder nicht. So, du kommst mit. Du kommst mit. Die Musik ist auch ziemlich bedrückend. Oh, ein Schwarzmagier. Der sieht böse aus. Stirb, 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 stirb. Der macht aber irgendwie fast gar keinen. Au, oh, oh, ich bin in die Ecke gedrängt. Nein! Was zur Hölle war das? Ich hatte 13 Lebenspunkte. Na gut. Also Wissen fürs nächste Mal, auf diese schwarz gerobten Leute muss man echt aufpassen. Was passiert, wenn ich jetzt drücke? So, wieder hier. Ja, Speicherstand ist weg. Na gut, es hat länger gedauert, als ich dachte, aber es war auch wesentlich besser, als ich dachte. Ich hoffe, es war für euch ein schöner erster Einblick und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.